Hey Leute, ich bin Zuchi. Willkommen zu Part 26 von Dishonored. Wir haben Leichenberge vor uns, also zwar da, und riesige Tallboy. Boah! Warum hast du mich angegriffen? Ey, was sollen die Scheiße? Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Die stecken ab und zu den Köpfen. Ey, ganz ehrlich. Wie komme ich da hinten hin? Irgendwie so über die Brücke hier oder sowas. Nee. Gut, bin drinne. Auf zur Rune, würde ich mal sagen. Okay. Schön infizierte Leute, ey. Ja. Nee, das ist nichts für mich. Die Ruhe ist irgendwo da oben, dann müsste ich aber irgendwo... Beinahe. Da ist was. Aber was hat dieser Raum für einen Sinn, wenn hier irgendwie was sein sollte eigentlich? Gucken wir mal. 23 Meter von uns. Ah, ja. Die Zacken. Wieder ein neuer Wagen an. Was ist das jetzt für ein Sinn hier mit diesem Raum? Ich komme hier auch nicht weiter. Irgendwie... Hallo, kann ich nicht auf die Lampe oder so? Kann ich nicht da hoch? Okay, so. Jetzt muss man den richtigen Weg finden. So weit entfernt. Da kann ich hoch. Ja, da muss ich dann mal an dem Ding da hoch. Naja, man muss so die kleinen Spots hier finden, dann kommt man hoch. So. Okay. Noch ein höher. Yeah, money, money, money. It's so funny. Ich sehe hier sonst nichts. Wow. Da ist es. Also, wieder eine Rune gefunden. So, wollen wir nicht irgendwie über eins dieser Dinger, also über eins dieser Züge rein? Okay, wow. Wow, wow, wow. Gucken wir mal, wie wir weiterkommen dann hier. Leichen wurden abgeliefert. Hier
sind auch keine Artefakte mehr. Gut, das heißt, wir können da hin. Lichtwand. Boah, das war knapp, ey. Ich wäre dann gestorben, wenn ich in der Lichtwand... Ja, jetzt ist dieses... Oh, fuck! Sieht die Situation auch gerade nicht besser. Da ist das Tor, 17 Meter. Oh mein Gott, ey. Was? Wie kann ich es schaffen, euch zu besiegen? Ich weiß nämlich nicht die Schwachstelle von den Dingern. Ich habe, weiß nur, ja, die sterben dann nach einer Zeit. Ja, ist klar. Die drei Festfächer-Dinger, würde ich halt sagen. Eine Ratte Besitzer greifen und dann irgendwie abhauen. So mache ich das jetzt. So. Gleich verwandle ich mich zurück. Scheiße. Erstmal verstecken, ey. Drei Tallboys. Wie soll man das schaffen gegen die? Erstmal die Frage, wie ich überhaupt durch das Tor komme. Wie komme ich durch das Tor? Wo ist das Tor eigentlich genau? Ich zerstöre die Lichtwand ganz einfach. Könnte ich mit so einem Wagen eigentlich durchfahren, weil keine Lichtwand mehr da ist, ne? Ja. Fuck. Mann, Mann, Mann. Ah, eine Ratte. Genau vor mir. Ich müsste eigentlich nur auf die Schiene und dann durchlaufen. Eigentlich, wenn es so einfach wäre. Okay. Die rettende. Greifst du mich jetzt an? Tall Boys, Leute! Boah, wie die Erde wackelt. Nein! Man stirbt auf diesen Dingern. Nein, 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 nein. Ist ja klar, wird mit Strom betrieben. Ah, Kacke. Ah, Scheiße. Jetzt frage ich mich, wo der letzte Speicherpunkt war. Ich schalte ganz einfach die Lichtwand aus und fahre dann durch. So mache ich das.
Ich hoffe, die Rune habe ich noch. Ja. Boah, nee, ey. Scheiße. Ah. Egal, kriegen wir hin. Ja, die Rune hier fängt hier an, alles klar, das geht ja noch. Leute, wir machen das so, während wir auf dem Zug sind, schießen wir ganz einfach das Ding ab. Die Lichtwand. Okay. So, jetzt kommt das Ding erstmal. Okay, jetzt geht es zur Seite. Da falle ich fast runter. Alter. Und dann da vorne auf das Blaue schießen. Boah, was für ein Schuss. Was für ein Schuss, Digga. Das war ja ein Sniper-Schuss. Hier bin drinne. Ich bin drinne. Geklappt. Und da kommt der nächste Wagen hinterher. Gut, das hat geklappt. Okay. Zum alten Hafenbezirk. Ich will da ganz einfach nicht hin, da passiert bestimmt irgendetwas Böses. Deswegen gehen wir jetzt hier weg. Oder ist hier ein Artefakt? Nein, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir. Ja. Oh nein. Oh Gott. Ah. Nein, wenn ich das Bild schon sehe. Oh Gott, das wird zum Zombie-Gemetzel oder was? Nee, darauf habe ich jetzt gar keinen Turn. Du bist aus dem überschwemmten Bezirk entkommen und nun auf dem Weg zurück zum Hound Pits Pub. Das sind wir, in der Tat. Okay, wir sehen schon viele Knochenartefakte. Da auch. Ah ja, ist ja ganz schön viel los hier. Boah, wie heruntergekommen diese Gegend hier ist, ey. Scheiße. Sie flohen in großer Eile. Zerstreut die Insekten, flohen sie in die Verstecke, die ihr angelegt hattet. Okay, danke, Herz. Okay, will eigentlich gar nicht zur Kanalisation. So, hier haben wir ein Artefakt. Rattengeruch, ne? Was heißt das denn? Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Das ist gut, weil diese Ratten mich ganz schön aufregen. Maximale Gesundheit wurde leicht erhöht. Na egal. Lassen wir es erstmal so. Und gucken, wie es hier weitergeht. Eingestürzte Häuser, ey, das ist. Das Spiel zeigt sich wirklich gerade von seiner besten Seite. Ich meine, wie atmosphärisch ist das hier gerade? Wie detailreich auch vor allem. Ich bin mir hier verliebt. Das Knochenartefakt ist da? Das ist doch gleich hier vorne bei mir. Ah, das hole ich mir doch. Moment mal. Unter der Erde, okay. Egal, weil dann ist das nächste Ziel Knochenartefakt, Rune. Mhm. Okay. Gehen wir weiter. Beinahe zu sehen. Drei Stück.
wenn nicht sogar vier. Vier Stück. Ich muss ja nichts gegen sie machen eigentlich. Wahrscheinlich alarmiere ich sie, wenn ich dies Ding kaputt mache. Könnte sein. Muss aber nicht sein eigentlich. Ja, probieren wir es aus. Okay. Und wie sie es gehört haben. Wo sind sie? Ich habe Angst. Da sind sie auch alle, Leute. Ja. Ja, ich wusste es doch. Oh, da kommt noch einer. Boah, diese Weiner sind echt widerlich, ey. Lol, hallo. Ja. Naja, mein Chaos-Faktor wird hoch sein, das wissen wir. Aber darum geht es jetzt nicht. Diese Weiner, ihr Leben ist eh vorbei. Wir müssen es von der Seite sehen, dass sie eh bald tot sind. Oder eigentlich schon tot sind. Eigentlich haben sie ja gar nichts mehr zu suchen, um genau zu sein. Aber... naja. Das ist der Kanalisationseingang. Und hier muss ich auch rein, um dann die anderen Sachen zu holen. Mana, ich brauche mal mehr Gesundheit wieder. Durch den einen Kampf ist das ja ziemlich... Achso, gedrückt halten. Durch den einen Kampf gegen diesen Daud habe ich ja sehr viel verloren. Aber merkt ihr, das Spiel ist kein Kampfspiel. Oh. Moment mal. Kanalisation von Dunwolf. Da, diese Sachen interessieren uns. Mal gucken wir. Gucken wir mal. Machen wir Nachtsicht, ist das. Sehr praktisch eigentlich. Aber wenn solche Lichter hier sind, dann ist es natürlich praktisch. Was ist mit dir? Weiß nicht. Greifst du mich an? Ich wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gibt nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slagjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slagjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Slagjaw. Slagjaw. Ach, unser Kollege. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slagjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. Okay. Echt mysteriös. Also hier braucht man den Generalschlüssel. Und Jack... nee, Slagjaw hat angeblich irgendwas... gejagt. Irgendwas, was die Ratten herbeibeschworen hat. Das klingt ja interessant. Drohnen und so weiter werde ich, glaube ich, hier nicht erstmal finden. Die sind ja alle da hinten. Das heißt, wir gehen dahin. Warte. Warte, nee, da kann ich ja nicht durch. Ich lauf gegen den Stein. Was war das? Was ist das? Ist er tot? Oh mein Gott, er hat sich umgebracht. Nein. Oh, nicht in die Gülle.
Er hat sich tatsächlich umgebracht. Alter, das ist echt extrem grad. Mhm. Wie komme ich denn jetzt zu Slackjaw? Hier komme ich nicht durch. Von da aus vielleicht. Ist hier irgendwas? Ist hier ein Eingang oder sowas? Nee. Ach, Mann. Ey, Spiel. Also, ich warte, ich bin hier gerade dumm oder checke ich hier gerade was nicht? Aha. Kann ich nicht von hier aus rein? Oder? Doch. Oder? Doch. Okay. Oh, nee. Yee. Wir müssen nicht erstmal öffnen. Okay. Slackjaw hat also irgendwas gejagt. Oh, hier kann man wieder Perlen einsammeln. Leichen. Unfassbar viele Leichen. Ja, habe ich mir schon gedacht, hier geht es ja nicht weiter, ist ja klar, deswegen von unten aus. Also was Corvo alles durchmachen muss. Unglaublich. Hatte mal Fatman Respekt. Von da unten kommen die Schüsse und sie treffen mich sogar. Aber ich kann die Granaten auch benutzen an den Pflanzen, das ist doch nicht schlimm. Ups! Lol. Wie das aussieht, wie die hier rumspringen dann. Boah, die ganzen Leichen hier. Das ist jetzt sehr schön hier. Gerade in der. Wow. Der. Hey. Oh, ich hab getroffen tatsächlich. Okay, Kanalisationsschlüssel ist da, aber ein Knochenartefakt ist gleich hier. Das holen wir uns. In einem Safe. So, die Lumpengräfin, dass man seinen Geschmack. Die 13 Monate. Die Frage, wie knack ich das jetzt? Hier dann noch irgendwas. Was für eine Notiz habe ich da irgendwann aufgehoben? Jelly, du alte Pfeife, die Lumpengräfin, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Im Monat der Saat verliert man sein Augenlicht und im Monat des Eises macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du einen Anteil willst, weißt du, was du zu tun hast. Also Wind, Saat, Eis. Okay, merke ich mir jetzt mal. Wind, Saat 1, das wäre die Nummer 2. 1, Wind, nee, erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Dann die 2 und Eis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 8. Das wäre jetzt echt extrem, wenn es klappen würde. 5, 2, ups, no. 5, 2, 8. Wenn ich recht habe, nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott, ey. Alter, ich denke ja echt wieder Spiel.
Manchmal. Nur manchmal. So, was ist... Du kannst weiße Ratten länger beherrschen. Ja, gut. Dafür habe ich mich jetzt hier so gedanklich angestrengt. Dafür habe ich diese Höchstleistung gemacht. Naja. Warum nicht? Kann man ja sagen. Was ist das denn für ein schönes Zeichen? Ein fetter Wal. Ich mag Wasser nicht. Oh. Meine Freunde sind auch wieder da. Wow. Wow. Öffne dich. So. Die spritzen wieder ab. Ja, richtig schön grün. Nimmt aber einem ganz schön viel Leben ab. Ich will euch eigentlich öffnen. Naja. Geht's weiter. Ich glaube, meine Lunge reicht nicht dafür auf. Da aktiviere ich kurz das Perk. Das Knochenartefakt, dass ich mehr atmen kann. Also mehr Luft, ne? Und das. Und dann machen wir irgendeins weg. Wirbelwind machen wir weg. Oder das Geistvoll machen wir weg. Und dafür können wir dann länger tauchen. Gute Lungen. Und ob ich das schaffe, seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, Leute. Boah, das andere geht gerade so ab, ne? Ja, Leute, ich bin Sichi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao!